Et maintenant, à la barre vite, Yevgeny Zhukov, Russie. Nächster Turner am Reck, Yevgeny Zhukov aus Russland. Diese Bückelemente sehr viel wert zurzeit. Gerade mit halber Drehung, Kovacs-Salto. Oh, auch er ein Kovacs-Salto mit einer ganzen Schraube. Dann nochmal ein Kovacs-Salto. Salto mit ganzer Schraube. Auch nicht von schlechten Eltern, die Sohn. Er dreht sehr, sehr früh die Schraube, macht fast einen ganzen Salto seitwärts, bevor er der zugreift. Das war eine ganz andere Technik als der Turner, der vor ihm war, der Fedorchenko. Das war keine freie Impulsschraube. Nein. Da hat er die Rotation und die Körperlängsachse schon aus dem Griff mitgenommen, aus dem Abschwung. Richtig. Er wird auch alle Schwierigkeiten eigentlich haben in seiner Reckübung. Aber die Kampfrichter, die werden sich natürlich jetzt auch bedeckt halten, weil sie auch wissen, dass es eigentlich auch noch pfiffigere Kombinationen gibt. Und darauf kommt es zurzeit an, dass man die Teile, die Schwierigkeiten miteinander kombiniert, direkt hintereinander turnt. Die Titelverteidigerin gewann im vergangenen Jahr die Bodenkonkurrenz zusammen mit der Chinesin Qiu Yuanyuan, Nagoya. Gleich mit einem Doppelgarde gestreckt an. Könnte die 20-Jährige auch hier in diesem Bodenfinale ganz nach vorne kommen. Auf jeden Fall noch eine sehr glückliche Wahl getroffen mit der Musik. Die Leute gehen dann natürlich mit. Monsieur Taki, Alexis Sorbas. Ich glaube, die Leute möchten auch, dass sie nach vorne kommt. Give it to go on the beam and also across.
Abschlussbahn. Doppelseite mit einer ganzen Schraube. Sparer. Muss sie schon bangen. Sportlich fair, schenkt ihr Applaus. Ja, sie ist Erste. 9,8 die Wertung. Also, es ist durchaus möglich, dass sich Gina Gojian heute hier mit 2 Weltmeistertiteln vom internationalen Wettkampfsport verabschiedet. Yoshiaki Takeda aus Japan. Schöner Kovacs-Salto, sehr hoch. Aber nicht wie im Vorkampf. Meine ich, hätte er sie zweimal direkt hintereinander geturnt. Diese Bückumschwünge, Drehung. Muss man die Wertigkeit erhöhen. Heute Elke-Friesenfelge. Einfach da als Abgang. Den hat er uns vor einigen Tagen auch besser präsentiert. Da kam er genau in den Stand. Für Gold wird es, glaube ich, nicht reichen. Ich glaube, dafür hätte er diesen Kovacs vielleicht zweimal direkt hintereinander turnen müssen, wie er es eigentlich im Vorkampf auch gemacht hat. Aber hier ist er vielleicht nicht ganz optimal hinkommen. Er hatte sehr die Arme schon anschränken müssen. Und da ist natürlich nicht genug Schwung da, um es nochmal zu machen. Die Wertung für Yoshiaki Takeda 9,3, 1,2 Punkte, Rang 3, Gesamtklassement. Die Bewertung mit für die Bodenübung von Svetlana Horkina 9,8, genauso viel wie Gina Gojian.